Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer neuen Folge GLF TV mit einem alten Team. Ganz genau. Und letzte Woche, ich weiß nicht, ob es vielleicht ein paar von euch mitbekommen haben, der Patrick war in Island. Yes. Wie war es in Island? Das war richtig geil. Also ich kann es gar nicht beschreiben, wirklich. Ich empfehle dir nur einfach mal dorthin zu gehen. Ja, voll geil. Also ich muss auch sagen, ich habe es jetzt auch auf meinem Plan. Aber ich habe gesehen auf Fotos von euch, ihr seid da ja auch ein bisschen auf so Klippen rumgeklettert. Das war ja, doch bestimmt auch... geklettert und so. Das war gefährlich, schätze ich mal. Weißt du, was gefährlich ist, wenn du da runterspringst? Aber dazu kommen wir heute noch. Ganz genau. Wir haben heute nämlich eine risikoreiche Sendung für euch mitgebracht. Hochschulball, Arbeit statt Party. Basejumping, ein risikoreiches Hobby. Bleached Love, eine Liebesgeschichte. Charity Online, einfach helfen. Upcycling, Möbel aus Müll. Und außerdem sind heute noch bei uns zu Gast Dominik Philipp, dem sein Hobby ist das Basejumpen. Und die Lara und Dasha vom Projekt Charity Online. Und damit gehen wir auch schon zum ersten richtig krassen Risiko des Abends. Und ich sage euch eins, ich kann kaum glauben, dass das überhaupt jemand macht. Also es ist wieder, echt krass. Es ist wieder typisch, es ist wie letztes Semester, er nimmt wieder nichts ernst. Ich finde nämlich, dass die Organisation vom Hochschulball letzten Freitag wirklich ein Risiko beinhaltet. Was soll da denn ein Risiko sein, dass eine Flasche Bier umkippt? Ja, aber es kann ja sein, dass nicht so viele kommen, wie geplant sind. Oder es verletzt sich jemand. Oder es sind zu wenig Getränke. Wow. Ja, okay. Ignoriert ihn einfach und schaut euch an, wie schwierig es wirklich letzte Woche war. Der Hochschulball ist das Event des Jahres an der Hochschule Furtwang. Während die einen in eleganter Abendkleidung feiern, müssen andere arbeiten. Organisiert wird der Ball durch den Aster Furtwang. Am 30.11.1990 fand der erste bekannte Ball statt. Mittlerweile schon eine echte Tradition. Doch wie lange bedarf die Planung? Sie haben schon letztes Semester angefangen. Wahrscheinlich schon das gesamte Sommersemester schon. Ja, ich glaube, es ist ein ziemlich großer Aufwand. Wir fragen die diesjährigen Hauptorganisatoren. In diesem Jahr ging es ein bisschen drunter und drüber. Es hat sich lange kein Hauptorganisator gefunden. Und dann hat sich das Ganze eigentlich so, haben wir das in 4 Wochen rumgerissen, dass wir jetzt noch einen Hochschulball haben, sonst wäre der gar nicht stattgefunden. Und generell sollte man mit dem Hochschulball eigentlich schon im Sommersemester anfangen, den zu organisieren. Am Freitagmorgen um 9 Uhr startet der Aufbau. Trotz schlechtem Wetter ist die Stimmung gelassen und alle packen mit an. Wir sind schon relativ früh fertig, deswegen. Ich weiß gar nicht, wo ich die Helfer schicken soll. Wie läuft's bei den Ständen? Aber jetzt beim Aufbau lief's gut. Wir haben Hand in Hand zusammengearbeitet. Wir haben Bock und freuen uns auf jeden, der vorbeikommt heute Abend. Wenn die Vorarbeit stimmt, dann macht's auch echt viel Spaß. Ja, hier und da passiert halt mal irgendwie ein Malheur, aber irgendwie kriegen wir das immer hin. Innerhalb von 11 Stunden verwandeln sich die Räumlichkeiten in eine riesige Party-Location mit 5 Dancefloors und 6 Bars. 1600 Gäste werden erwartet. Kurz vorher steigt die Spannung. Ich bin dafür zuständig, dass alle Helfer an ihre Poste kommen. Und ich muss jetzt gleich noch gucken, wo die restlichen Garderobehelfer sind. Doch dann die erste Panne. Da standen 2 Jungs drin, die hier drinnen quasi gecampt haben für Karten. Das geht halt eigentlich gar nicht. Die hätten schon längst rausgeschmissen sein müssen. Wir haben vorhin die Gebäude geräumt. Ich verstehe nicht, wie es sein kann, dass sie noch hier drin stehen. Also. Und wir verstehen nicht, dass immer noch kein Einlass ist. Ja, unsere Sicherheitskontrolle hat ein bisschen länger gedauert. Aber Sicherheit geht vor. Wir müssen alles erstmal abchecken, dass alles sicher ist. Na dann kann es ja jetzt losgehen. Ziemlich voll gerade. Ihr steht im Weg. Die Gänge füllen sich, die Liveband heizt die Menge ein und die Stimmung ist ausgelassen. Doch zeitgleich im Backstage. Ja, es gab schon die ersten Zwischenfälle, ein paar Rauswürfe. Es ist ärgerlich, die Leute sind natürlich sehr betrunken. Aber das Gute daran ist, sie haben viel Spaß. Nur wir haben die Arbeit jetzt halt. Ruckzuck ist der Abend zu Ende und der Abbau steht an. Erstmal machen wir hier in diesem Gebäudekomplex sauber und dann gehen wir rüber zum Abbau und machen das. Ja, Schritt für Schritt. Und um die Uhrzeit kann man schon mal ein bisschen kreativ werden. Wir haben jetzt die Abbauhelfer quasi registriert und wir gehen jetzt Richtung Aula und schauen, was da zu tun ist. Was sagen die Organisatoren zum Ablauf?
also wir haben es eigentlich ganz gut durchgezogen. 7.30 Uhr waren wir schon so weit, dass wir sagen konnten, ja, was machen wir jetzt noch? Eigentlich können wir den Rest morgen machen. Wir haben die ersten Helfer schon um 6 entlassen können. Vielen Dank an die Helfer vor allem auch. Das hört sich doch ganz erfolgreich an. Dann die Frage, warum der ganze Stress? Dann haben wir einen an der Klatsche und haben ein Helfersyndrom. Oh ja. Auch bei Unternehmen im Vorstellungsgespräch habe ich das auch gemerkt. Sie sind im AStA aktiv, ja, erzählen Sie mal. Und das ist auch schon ein großer Pluspunkt. Es ist ein bisschen schade, dass viele vielleicht nicht wissen, dass wir das freiwillig machen. Es gibt ja kein Geld dafür, nichts. Das ist alles ja. So Eigenengagement, Zeit, die man selber investiert da drin. Wir sagen danke. Und wenn ihr Lust habt, euch bei solch einem Event einzubringen, meldet euch bei der AStA Furtwang. Was ist jetzt wieder so lustig? Ey, ist mal ganz ehrlich, das ist doch kein Risiko. Doch, ich finde schon, die ganze Organisation und alles, das ist nicht ganz ohne. Ganz ehrlich, das, was jetzt kommt, das ist ein Risiko. Hallo, ich bin Dominik und das ist Base Jump. Natürlich will ich lang leben und alt werden, aber trotzdem ist für mich das Wichtigste in meinem Leben, dass ich bewusst lebe und das Leben nicht an mir vorbeizieht. Und genau das bringt mir Basejumpen, weil es mich jedes Mal an meine Grenzen bringt und ich mich erinnert, wie kurz das Leben sein kann. Die Hauptschwierigkeit der Sportart liegt meiner Meinung nach darin, seinen Kopf und seine Gefühle so weit im Griff zu haben, dass man in dem Moment, wo man abspringt, funktioniert. Der Pulsschlag erhöht sich, mein Herz wird immer schneller. Ich fokussiere mich. Die Umwelt um mich herum wird immer weniger. Ich lebe den Moment, warte auf das richtige Gefühl in meinem Bauch, drücke mich von der Felswand ab und habe einfach 3 Sekunden komplette Freiheit. Denk an nichts. Ja. Gerade erst gesprungen und schon bei uns in der Sendung. Hallo Dominik. Hallo Patrick. Jetzt ist auch. Ja, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ich dachte immer, Basejumpen ist mit so einem Flughörnchenanzug. Mit der Wingsuit wäre das dann, ja. Okay. Wingsuit ist nochmal eine extreme Form von Basejumping. Das erhöht das Risiko einfach um einiges, weil man eine größere Angriffsfläche für Wind oder für andere Sachen hat, die passieren können. Das mache ich persönlich noch nicht, weil mir das Risiko momentan einfach noch zu groß ist. Aber dafür. Das klingt so, als hättest du es vor. Ja. Okay. Aber krass. Ich habe jetzt noch keinen direkten Termin, sag ich jetzt mal, wo ich damit anfange. Was genau ist jetzt dieser Unterschied zum Fallschirmspringen? Wir haben da auch, glaube ich, ein Video vorbereitet, wo wir das nochmal sehen. Es müsste ja, also kannst du vielleicht kurz erklären, was jetzt genau der Unterschied da ist? Ja, also das ist jetzt ein Sprung, der schon ein bisschen länger her. Das war 2014. Da hatte ich so 100 Fallschirmsprünge circa, 110. Da mache ich gerade Freefly, also dreidimensionales Fliegen. Das heißt nicht auf dem Bauch, sondern im Sitzen, im Stehen oder auf dem Kopf. Passiert alles recht schnell, also man hat höhere Geschwindigkeiten drauf. Auf dem Kopf habe ich persönlich mal 407 km/h geschafft. Ja, der Unterschied ist einfach, man hat 2 Fallschirme, man hat einen Reserveschirm. Okay. Und einen Hauptschirm. Und beim Basejumping habe ich halt nur einen Schirm. Das heißt, wenn der nicht aufgeht, dann... Ja, genau, dann war es das. Beim Basejumping springe ich von fixen Objekten. Das heißt, ich bin nicht aus irgendeinem Flugzeug oder Helikopter, wo ich rausspringe, sondern von einer Klippe, Antenne, Gebäude, Brücke. Ja, und die Öffnungshöhen sind viel geringer. Also ich ziehe den Schirm später, wie beim Fallschirmspringen. Okay. Und wie bist jetzt du persönlich zum Basejumpen gekommen? Übers Fallschirmspringen, über Freunde? Oder? Übers Fallschirmspringen. Also ich habe 2012 meinen ersten Fallschirmsprung als Tandemsprung gemacht. Mhm. In Eschbach in Freiburg. Habe mich dann
dann hat mich das Fieber gepackt, also die Passion, ja, und wollte es halt unbedingt machen, aber für mich selbst, also die Lizenz erwerben. Das habe ich dann im März 2013 angefangen, war dann recht sportlich unterwegs, nennen wir es mal so, also habe am Tag, am Wochenende zwischen 3 bis 6 Sprünge gemacht und hatte dann innerhalb von 18 Monaten war es circa, hatte ich 200 Sprünge aus dem Flugzeug und bin über Skydiven mit Leuten in Kontakt getreten, die auch Basejumping betreiben. Das war für mich dann natürlich auch interessant, wenn man dann viel springt, sag ich jetzt mal, aus dem Flugzeug. Zu langweilig wird. Zu langweilig. Man sucht halt seine Ziele, ja, sagen wir es mal so. Und wie war dann das erste Mal, wo du so einen Basejump gemacht hast? Also war das dann krass anders oder hast du gedacht so, hey? Nee, man hat auf jeden Fall Angst. Also ich habe vor jedem Sprung Angst. Ich glaube, wenn ich keine Angst hätte beim Springen, dann würde ich mit dem Springen aufhören. Weil man braucht meiner Meinung nach einfach einen gesunden Respekt und auch, also Angst macht mich in dem Moment, wo ich abspringe, fokussiert mich das einfach. Okay. Das heißt, ich schaue mir nochmal alles genau an, passen die Windverhältnisse, passt das Wetter, fühle ich mich selber in Ordnung. Und ja, die Angst lässt mich da einfach nochmal komplett rational, sage ich jetzt mal, über die ganze Situation nachdenken. Okay. Jetzt ist es ja so, wir haben noch ein kleines Video von dir mitbekommen, wie man sieht, wie du zu so einem Sprung kommst überhaupt. Wie bereitet ihr euch darauf vor? Also wie ist der Weg dahin und was passiert dann oben vor dem Sprung? Also ich persönlich muss dazu sagen, ich habe früher, da war ich 16, 17, war ich recht aktiv im Indoor-Klettern. Das heißt, Klettern war für mich jetzt nichts Neues. Allerdings war der Sprung jetzt, das war der erste von dem Exit-Punkt, also wir nennen das Exit-Punkt, wo wir abspringen von der Klippe. Da bin ich das erste Mal runter, das war jetzt auch das erste Mal, wo ich mich da abgeseilt habe. Da hatte ich definitiv Angst auch, klar. Man muss ein Vertrauen ins Equipment haben. Und ich hatte einen guten Freund dabei, der den Sprung schon öfters gemacht hat und da auch schon öfters gesprungen ist. Und der hat mir dann natürlich auch Sicherheit gegeben und ja. Und was passiert dann vor dem Sprung? Also faltet ihr eure Fallschirme vorher oder nehmt ihr die als Sack mit hoch und bereitet es dann oben vor? Wie läuft es ab? Also wir packen den vorher. Der Packvorgang an für sich dauert ca. 30 Minuten bis 35. Allerdings auch nur dann, wenn man schon mehrere Sprünge getan hat. Ich glaube, meine ersten, also ich habe gut 40 Packungen gemacht, ohne den Schirm zu springen. Nur für mich zum Training und um zu wissen, wie ich genau den Schirm packen muss. Der erste hat bestimmt 1,5 Stunden gedauert. Und später wird man dann halt immer schneller, weil das in den Automatismus reinkommt und dann, ja. Und jetzt sagen wir mal, man hat den Schirm gepackt. Wo geht man dann hin? Weil, soweit ich weiß, darf man das ja in Deutschland gar nicht. In Deutschland ist verboten, genau. Wo kann man das dann machen? Also ich persönlich springe, wenn ich springe, eigentlich nur in der Schweiz. Da gibt es ein recht bekanntes Tal, das ist Schlauderbrunnental. Ist leider auch, hat es den Namen Death Valley, weil da recht viele Leute leider tödlich verunglücken. Das Schweizer Luftrecht sieht vor, dass wir uns nicht anmelden müssen, bevor wir irgendwo abspringen. Das heißt, ich übertritt keine Gesetzesgrundlagen in dem Moment, wo ich abspringe. Allerdings gibt es auch in dem Tal Richtlinien und Regeln, an die wir uns halten müssen. Das heißt, da ist ein Rettungshelikopter vor Ort, die Bergwacht, und die rufen wir einfach an vor jedem Sprung, dass wir einfach klären, ob der Luftraum für uns sicher ist und auch für Sie, dass wir nicht, wenn Sie irgendwie gerade einen Rettungsflug haben, wir praktisch jetzt Sie behindern würden im Luftraum. Okay. Gibt es auch noch andere Risiken, weil du es jetzt so angesprochen hast, dass ihr das alles abklären müsst? Oder also was kann passieren im dümmsten Fall, wenn man jetzt da runterspringt? Was in dem Tal sind natürlich auch Paraglider unterwegs, ist ein sehr bekanntes Paraglider-Fluggebiet. Das heißt, wir haben auch an vielen Exit-Points haben wir Walkie-Talkies, wo wir dann, je nachdem, unten stehen auch noch Leute, die schauen, ob der Luftraum frei ist für uns und ob wir springen können. Aber prinzipiell ist jeder für sich selbst verantwortlich. Und ich meine, keiner hat Lust, irgendwie jemanden zu gefährden oder selber dabei umzukommen. Das heißt, wir tun halt das Bestmöglichste, um einfach das Risiko so gering wie möglich zu halten. Aber was ist denn, also ich meine, du machst jetzt die Sprünge schon sehr lang. Irgendwann kann man das doch. Also irgendwann springt man da doch runter und weiß genau, was man machen muss. Oder gibt es immer bestimmte Gefahren, denen man ausgesetzt ist, die einen wirklich vielleicht auch in den Tod treiben könnten? Meiner Meinung nach ist beim Basejumpen die Hauptgefährdung man selbst, im Bezogen einfach auf die Selbstüberschätzung als Mensch, weil man will halt immer mehr, immer schneller, immer höher. Und wenn man sich das Risiko eben oder die Gefahr der Sportart nicht immer wieder vor Augen führt, also so ist meine Einstellung dazu,
dann ist es eigentlich eher eine Frage, nicht ob es passiert, sondern wann es passiert. Mhm. Ja, und wenn du dann springst und sagen wir, der Wind ist ungünstig oder es gibt ja auch Windböen, was kann dir dann passieren im Falle des Falles? Also durch das, dass ich einen recht kleinen Anzug springe, bei dem ich auch einen recht guten Speed, also eine gute Geschwindigkeit hinbekomme, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mich jetzt eine Windböe erfasst und an die Klippe drückt, recht gering, sofern mein Absprung gut verläuft. Allerdings dann halt mit einer Wingsuit, mit größeren Flügeln, mit einer größeren Aufschlagsfläche für den Wind, steigt halt auch das Risiko, dann irgendwie durch eine Windböe oder so erfasst zu werden und an die Klippe gedrückt zu werden. Und wenn man sowas weiß, was für einen Bezug hast du dann zum Tod? Zum Tod? Ich persönlich habe die Einstellung, dass der Tod gehört zum Leben dazu. Für mich persönlich ist es eigentlich so, dass ich sage, ich habe viel zu viel Angst, mein Leben nicht bewusst zu leben und wenn es blöd läuft, vielleicht morgen bei einem Verkehrsunfall zu sterben oder schwer verletzt im Krankenhaus zu liegen und nachzudenken und noch viele Sachen offen zu haben, was ich gerne machen würde. Ja, also ich habe mich mit dem Tod angefreundet, in dem Sinne, dass ich weiß, dass er zum Leben dazugehört und dass ich eigentlich keine Angst vor dem Tod habe, weil ich jeden Tag bewusst lebe und auch bewusst mit meinen Mitmenschen umgehe. Okay, krass. Hast du im Basejumpen hört man ja oft, dass da viele auch verunglücken. Mhm. Kennst du da selber persönlich auch Leute und wenn ja, wie gehst du damit um, wenn Freunde von dir verunglücken? Also dieses Jahr war sehr schwer, was das angeht. Bis heute, ich habe jetzt heute nochmal geschaut, wir haben im Internet so, das nennt sich Base Fatality List, da werden alle bekannten Unfälle gelistet von Basejumpern. Also Stand heute sind dieses Jahr 37 Menschen bei der Sportart ums Leben gekommen. Am 26. August ist ein guter Freund von mir tödlich verunglückt mit der Wingsuit. Ja, aber was macht es mit einem selber, wenn man ja selber den Sport macht und eigentlich weiß, okay, der weiß ja, welchem Risiko er sich aussetzt. Ist es dann einfacher, das zu verarbeiten? Es ist immer schwer, wenn man einen guten Freund verliert. Allerdings, wie gesagt, ist es für uns vielleicht einfach auch einfacher, nicht unbedingt, aber es führt einem einfach vor Augen, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Ich persönlich finde es natürlich nicht gut. Mich würde es freuen, wenn bei der Sportart niemand umkommen würde. Es ist eine mega schöne Sportart. Ich glaube, insgeheim denken wir uns immer alle, ja, mich wird es nicht treffen. Irgendwo. Okay. Aber wenn ihr doch dieses Risiko kennt und so, was gibt euch diese Sportart, warum man es dann trotzdem macht? Warum man jedes Mal bei jedem neuen Sprung sozusagen dieses Risiko eingeht und sagt, hey, heute kann ich sterben oder nicht, aber ich springe trotzdem. Bam. Ja, also ich glaube, es gibt zwei Arten von Springern. Es gibt die einen, die stehen gerne im Rampenlicht, sage ich jetzt mal. Die posten alles auf Facebook, YouTube, sind geil auf die Likes. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Videos hochgestellt auf eine soziale Plattform, weil, ja, man macht es halt, aber ich persönlich stehe nicht oben an der Klippe und habe irgendwie vor Augen, okay, ich springe, lade hoch und habe dann übermorgen 800 Likes oder so. Für mich persönlich ist es eine Art Meditation. Ich komme da sehr nah an mich persönlich, an meine persönlichen Grenzen, an meinen Charakter. Merke vielleicht bei jedem Sprung irgendwie ein bisschen wieder was Neues. Und es geht in die Richtung für mich wirklich wie Meditation. Das heißt, wenn ich einen stressigen Alltag habe, Stress im Studium oder sonst irgendwie mich jetzt nicht gerade zurechtfinde im Leben, sage ich jetzt mal, was bestimmt jeder irgendwo mal hat, dann bereite ich mich richtig vor, warte auf den richtigen Moment, springe ab und es ist für mich wie ein Neustart vom System, nennen wir es mal so, eine also Neugeburt. Würdest du es dann auch weiterempfehlen? Nein. Warum? Nein. Gerade durch das, dass ich halt mitkriege, wie viele Leute sterben, würde ich keinem guten Freund oder keinem nahestehenden Menschen von mir, eigentlich auch keinem fremden Menschen, die Sportart empfehlen. Jetzt redest du von nahestehenden Menschen. Was ist mit deinen nahestehenden Menschen? Was ist mit deiner Familie, Freundinnen, Bekannte? Wie gehen die damit um, dass du so ein Risiko eingehst? Oder wie habt ihr die Situation? Also wo ich angefangen habe, bin ich ehrlich, da habe ich die ersten, also meine Mutter hat mitbekommen, wo ich mir mein Base Rig gekauft habe. Die wusste auch direkt, dass es sich da um Base Rig handelt, weil sie halt die 2 Jahre Skydiven vorher dann halt auch mitbekommen hat.
Ich persönlich handhab's so, dass ich ihr Bescheid gebe, wenn ich springen gehe. Das heißt, sie weiß, wo ich springen gehe, sie weiß, wann ich springen gehe und am Abend kriegt sie eine SMS oder einen Anruf, dass sie einfach beruhigt ist und weiß, okay, alles ist in Ordnung. Es gab auch schon einen Fall, wo ich mich einfach nicht gut gefühlt habe, wo die Conditions, einfach Wetterverhältnisse haben mir nicht gepasst. Da habe ich sie dann auch angerufen und habe gesagt, hey Mama, ich springe heute nicht. Gehe jetzt runter in die Kneipe, trinke ein Bier und setze mich mit meinen Freunden zusammen und habe einen schönen Abend. Ja, das gibt es natürlich auch. Das heißt, es gibt dir dann auch ein sicheres Gefühl, dass du dann auch da verantwortungsvoll genug bist. Und wenn es scheiße ist, dann gehst du halt nicht springen sozusagen. Ja, also ich finde, natürlich ist es eine recht egozentrische Sportart auf jeden Fall. Man macht es für sich, weil alles andere ist meiner Meinung nach falsch. Weil so ein Risiko sollte man nur für sich selbst aufnehmen. Aber auf der anderen Seite hat man halt natürlich auch eine Verantwortung, wie gesagt, nahestehende Menschen, Familie, Freundinnen, das sind auch Menschen, die einem was wert sind und die auch gleichzeitig sich mit jemandem verbunden fühlen im Leben. Was passiert, wenn du Kinder hast? Dann höre ich auf. Okay, das ganz ist klar. Ja schon mal eine krasse Aussage. Nee. Also wenn ich Kinder haben sollte, dann höre ich sofort auf. Dann werde ich Skydiven weiter betreiben, weil das ist meiner Meinung nach sehr gut vertretbar. Aber Basejumping wird es ja nicht mehr geben. Dürften die das machen? Basejumping? Ja. Ja, gute Frage. Überleg mal, dein Sohn ja, kommt klar. Irgendwann und sagt, hey Papa, ich habe deine Videos gesehen, die drei, vier, ja. Die du hochgeladen hast und ich will das jetzt genau auch mal machen. Ja, mega, also berechtigte Frage, natürlich. Ich persönlich würde ihn wahrscheinlich erstmal die Reaktion oder eher gesagt die Konsequenzen zeigen, was passieren kann. Da ist Querschnittslähmung, körperlich-geistige Behinderung, Tod im schlimmsten Fall. Und würde ihn damit dann erstmal konfrontieren, merci, drei, vier Monate. Und wenn ich merke, okay, er will es wirklich und er hat das Training, das heißt, er kommt aus dem Skydiven, dann habe ich meine Ansprechpartner, die schon mehrere tausend Sprünge haben und zu denen würde ich ihn dann schicken und würde sagen, trainiert ihn. Okay. Ja, dann vielen Dank, dass du da warst. Danke viel auch. Glück weiterhin, dass dir nichts passiert, dass wir auch in einem Jahr vielleicht dich mal wieder einladen können, wenn du irgendwas Cooles machst. Ja, und viele, viele gute Sprünge. Ich weiß nicht, ob man das so sagt. Doch, kann man sagen. Danke. Nicht nur die Freundin von Dominik hat ein großes Risiko, du musst mit einem großen Risiko leben, sondern generell Menschen, die in einer Beziehung sind. Das ist immer dabei, es kann immer irgendwas passieren, irgendwas Unerwartetes. Und was zum Beispiel passieren kann, das seht ihr jetzt in Bleach Love. Angenommen, wir hätten ein ganz schwaches Mikrofonsignal und müssen das erstmal richtig verstärken. Also hier haben wir einen Verstärker, das ist das Schaltzeichen für Verstärkung. Und da geht das Mikrofonsignal rein. U1 gleich 1 Millivolt. So, da geht's rein. Dann kommt es wieder raus. U aus gleich 100 Millivolt. So, und wie viel haben wir jetzt verstärkt? Ganz einfach, um das Hundertfache. Julian? Thank you.
Meins, deins. Das links hier? Das ist vom Regisseur natürlich. Dann war es doch rechts, sorry. Aber einen halben Schritt nach vorne. Und wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Sendung von glftv.de. Genau. Und man kann sagen, die Hauptdarstellerin in dieser Serie, die hatte wenigstens die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob sie jetzt das Auslandspraktikum annimmt oder nicht. Weil zurzeit sieht man immer mehr Leute, die aus ihren Heimatstädten, Heimatländern vertrieben werden und in andere Länder flüchten müssen. Genau, die Gesamtsituation hier in Deutschland ist gerade nicht einfach, gerade zum Thema Flüchtlingsthematik. Aber es gibt trotzdem etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und zwar, dass jeder hilft, wo er kann. Stefan möchte Bedürftigen helfen. Er informiert sich über aktuelle Möglichkeiten. Doch das heutige Angebot für soziales Engagement ist groß und unübersichtlich. Das Projekt Charity Online des Studiengangs Wirtschaftsnetze der Hochschule Furtwangen widmet sich genau diesem Problem. Also ursprünglich war das mal gedacht, eine Jobplattform zu entwickeln für Studierende. Aber es gibt halt Millionen Jobplattformen und damals war dann eben diese Flüchtlingsthematik irgendwie aktuell. Und dann kam das eigentlich durch eine Idee halt, den ganzen Fokus eben abzuwandeln und auf diese ganze Flüchtlingsthematik irgendwie umzupolen. Bei Charity Online können sich sowohl freiwillige Helfer als auch Organisationen anmelden. Die Plattform dient als Vermittler. So finden beide Seiten das passende Angebot. Ich glaube, es ist wichtig, auch Leute zusammenzuführen, die eben helfen möchten und die Hilfe brauchen. Weil oft ist es ja so, man hat die Idee, man könnte, man wollte, aber man braucht auf jeden Fall eine Plattform oder irgendeine Art von Portal, wo man sich zusammenfinden kann. Betreut wird das Projekt durch Studentinnen der Fakultät Wirtschaftsinformatik. Das Charity Online Team trifft sich wöchentlich im Rahmen einer Veranstaltung und wird dabei von Herrn Rave betreut. Hier werden Ergebnisse präsentiert, es werden neue Ziele gesetzt und aktuelle Probleme gelöst. Wir stecken sehr, sehr viel Zeit da rein und es sind offiziell nur 3 Monate, ein Semester geht 3 Monate. Wir wechseln ja wirklich jedes Semester die Gruppen durch, also es ist dann immer wieder jemand Neues. Und am Anfang muss man sich natürlich in diese Ausarbeitungen von den vorherigen Semestern einarbeiten. Und dann ist plötzlich schon irgendwie 1 Monat vorbei und dann bleiben noch 2 Monate übrig. Also die Zeit ist ein bisschen das kritische Thema. Probleme gibt es vor allem bei der Nutzung der Plattform. Also das heißt, das Ganze ist halt noch nicht ausgereift. Es gibt wahnsinnig viele Fehler, die sind auch irgendwie bekannt. Aber ja, eben so eine Plattform dann aus studentischer Hand zu betreiben, ist halt doch nicht so einfach. Um möglichst viele Hilfsorganisationen und freiwillige Helfer für das Projekt zu gewinnen, startet das Team regelmäßig verschiedene Marketingaktionen. Mit dem Verkauf von Waffeln beispielsweise verschaffen sie sich Gehör, wodurch bereits die lokale Presse auf sie aufmerksam wurde. Man sieht auch Ergebnisse und das ist halt immer gut. Und am Ende des Tages fühlt man sich auch gut, weil man geholfen hat. Gerade man kennt es ja vielleicht auch, wenn man von einem anderen Land kommt, so wie ich. Man ist ahnungslos. Man möchte halt auch so eine führende Hand haben, die einem zeigt, wo es lang geht. Und das ist halt immer wieder gut. Dann kann die Person sich geschätzt fühlen. Ja, also ich finde es auch, also ich bekomme auch öfters mit, dass man helfen will, aber halt dann auch nicht weiß, wie und wo. Und da ist Charity Online eine gute Plattform, um sich zu erkundigen und dann auch gezielt sagen, ja, das würde ich übernehmen, das würde ich gerne machen oder auch nicht. Und dann halt mit den Spenden, damit kann man ja auch schon sehr viel helfen. Durch die Unterstützung von Charity Online hat Simon es geschafft. Er kann nun schnell und einfach eingreifen, sobald seine Hilfe benötigt wird. Und von Charity Online sind jetzt 2 Mädels bei uns zu Gast, die Lara und die Dasha. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hi. Erste Frage mache ich. Ja. In welchem Rahmen ist denn dieses Projekt entstanden? Das Projekt ist im Rahmen des Business-Projekts entstanden und zwar sind es WNBlerinnen, die im 6. Semester eben dieses Business-Projekt zu gestalten haben. Und da gibt es ja mehrere Projekte oder nur Charity Online?
Es gibt nur Charity Online, wobei wir uns natürlich entscheiden können, in welchem Bereich wir arbeiten wollen. Also es gibt Gruppen, wir haben ein klassisches Marketing zum Beispiel, Vertrieb, Projektmanagement, Finanzen. Wir haben eine Gruppe, die sich um die Homepage kümmert. Was sind eure beiden Aufgaben? Also ich bin jetzt in der Gruppe Vertrieb und wir kümmern uns hauptsächlich um die Organisation, die wir bereits haben, die zu betreuen oder auch weitere zu akquirieren, aber auch die Helfer zu akquirieren. Auch Leute, die Interesse haben zu helfen, sagen wir dann, hey, du kannst auf die Seite, melde dich dort an. Und bei dir? Ja. Okay. Ich bin im Projektmanagement. Ich kümmere mich um die Rahmenbedingungen, die wir zu halten haben, also im Bereich Kommunikation und Austausch und einfach das gesamte Konzept sozusagen. Okay, jetzt haben wir ja gesehen, ihr habt zum Beispiel so einen Waffelverkauf veranstaltet. Was macht ihr denn noch so? Also neben dem Waffelverkauf planen wir jetzt einen Glühweinverkauf. Nee, ohne Spaß. Also die Erlöse, die sollen dann einfach für gute Zwecke gehen. Also auch um das Projekt weiterzuführen. Und neben den Verkäufen planen wir auch die Helfer zu begleiten beim Helfen. Zum Beispiel, wenn sich jemand für eine Aufgabe interessiert, dann wollen wir ihn auch begleiten und ja. Jetzt sprichst du gerade von Aufgaben. Was genau gibt es für Aufgaben? Also Aufgaben, in welchen Bereichen kann man helfen, wenn man sich bei euch anmeldet? Also offiziell werden sie Projekte genannt. Das sind zum Beispiel, wir arbeiten mit unterschiedlichen Organisationen wie die Diakonie, der Diakonieverkauf in Tuttlingen. Der verkauft zum Beispiel gute Ware aus zweiter Hand. Und da werden eben Helfer gesucht, die Ware abholen oder liefern an bedürftige Menschen, die darauf angewiesen wären. Gibt es eine bestimmte Gruppe, denen ihr helft? Also sagt ihr jetzt, ihr helft zum Beispiel nur Flüchtlingskindern oder wohin geht es da genau? Nein, absolut nicht. Also es ist schon so, dass wir den Fokus auf Flüchtlinge setzen. Also es ist auch auf der Plattform ist es so, aber es wird überall dort quasi geholfen, wo Hilfe gebraucht wird. Also es kann auch Nachhilfe bedeuten in einem Fach oder Sprachunterricht oder solche Dinge sind natürlich auch im Angebot. Wie kommt ihr denn zu den, zu den Organisationen, die Hilfe brauchen? Schreiben die euch an oder sucht ihr da oder wie kommt ihr da in Kontakt? Genau, also in Kontakt kommen wir, indem wir recherchieren. In unterschiedlichen Städten werden ja Hilfe benötigt, zum Beispiel Asylkreis Rottweil oder Asylkreis Villingen. Die kontaktieren wir und fragen, hey, wie schaut's aus? Braucht ihr Hilfe? Habt ihr Aufgaben? Und die sind da eigentlich immer echt erfreut und wollen die Aufgaben auch auf eine Website stellen, damit Leute helfen wollen, die helfen wollen, auch wissen, wo sie hingehen können. Genau. Okay, und wie finanziert ihr euch? Also das kostet euch ja auch Geld, dann sowas zu machen. Woher kommt dann das Geld, dass ihr das für die machen könnt? Also einmal durch die Verkäufe, sorry, durch die vielen Verkäufe. Aber wir haben auch echt gute Spender wie SAP AG. Die haben uns 3.000 Euro gespendet. Aber auch weitere Organisationen, die sind da echt eine große Unterstützung. Mit welchen Hilfsorganisationen arbeitet ihr dann da zusammen? Zum Beispiel, jetzt hast du vorher Diakonie gesagt, jetzt SAP. Was? Die sind als Spender sozusagen, die helfen uns dabei. Organisationen, die Projekte aufstellen online, das sind zum Beispiel die AWO-Stationen. Oder AWO-Stationen, die helfen gerade notdürftigen Menschen, aber auch die Asyl suchen, also in allen Richtungen. Und wenn ich jetzt helfen möchte, wie kann ich helfen? Also ich gehe auf eure Internetseite, melde mich da an. Und dann gibt es da dann verschiedene Bereiche, die ich auswählen kann? Oder wie läuft es dann ab? Kriegt dann einer von euch eine Mail und sagt, hey, Jette möchte gerne helfen? Also es läuft so ab, du gehst auf die Seite, wie gesagt, du gibst deine E-Mail-Adresse ein, du suchst dir ein Passwort aus, bekommst dann eine E-Mail zugeschickt von uns, wo du dann die E-Mail-Adresse quasi bestätigst. Und dann bist du eigentlich schon als Helfer eingetragen. Und dann kannst du auf die charityonline.de Seite gehen und da gibt es einen Registerbereich Aufgaben. Da kannst du dir dann aussuchen, was dir liegt, wo du gerne helfen möchtest, was vielleicht auch in deiner Nähe ist und kannst dich da eintragen.
Okay, das finde ich auf jeden Fall cool, dass man sich da das quasi aussuchen kann und nicht zugeteilt wird, weil nicht jeder ist ja auch für jede Aufgabe geschaffen, das wissen wir ja alle. Beim Waffelverkauf zum Beispiel, wenn man sich da angemeldet hatte, am Waffelstand sozusagen, konnte man natürlich einen gewissen Interessenbereich angeben. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte Nachhilfe geben, weil ich schon Erfahrung habe in dem Bereich, weil ich schon mal nebenher gejobbt habe oder wie auch immer, dann kannst du das natürlich gerne so präferieren. Und wenn man jetzt nur Geld spendet, kann man dann sagen, okay, ich möchte mein Geld jetzt an Flüchtlinge vergeben oder ich möchte mein Geld jetzt an jemand anders vergeben? Oder im Prinzip sammelt ihr das einfach und gibt es dahin, wo es auch einfach gebraucht würde, gerade am dringendsten? Das, was du spendest, ist im Prinzip die Rahmenbedingungen dafür, dass wir die Plattform zur Verfügung stellen können. Also ich bin auch im Bereich Finanzen, das heißt, gerade diese Dinge, Waffelverkauf, das ist irgendwie lustig, es ist witzig, man denkt sich nicht viel dabei, aber da steckt eigentlich schon eine ganze Menge dahinter. Im Prinzip hatten wir jetzt nicht nur einen Waffelverkauf in Furtwangen, wir waren in Schwenningen. Und da kommen Fahrtkosten dazu, da kommt der Einkauf dazu. Und zum Beispiel, wir haben heute Flyer abgeholt, 1000 Stück, Plakate. Das sind halt alles Kosten, die aufkommen und die müssen natürlich auch irgendwie gedeckt werden. Jetzt sind die Kosten da, es sind die Mühen da, es ist der Zeitaufwand da. Was ist eure Motivation, das Ganze zu machen und die Mühen auf euch zu nehmen und das Risiko auch einzugehen? Also die Motivation sehe ich persönlich zum Beispiel darin, es ist ja in der Vorlesung integriert. Und es ist eine andere Vorlesung, also nicht der normale Folienablauf, sondern man ist aktiv dabei und es macht echt Spaß und man weiß, hey, man hilft auch gleichzeitig und lernt auch aus verschiedenen Bereichen wie Online-Marketing oder Vertrieb oder also einfach, man lernt viel, man hilft dabei und ja. Man tut was Gutes. Genau. Ja, dann euch auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr da wart. Ganz, ganz viel Erfolg weiterhin und natürlich viele helfende Hände, die euch unterstützen. Vielen Dank. Und jetzt wieder was richtig Krasses. Risiko pur in Furtwangen. Ich sag nur, aus einer Europalette ein Regal bauen. Ein Regal aus einer Europalette. Weißt du, was da alles passieren kann? Da kannst du so einen Preisel in den Daumen kriegen. Er betreibt es wieder. Ja. Er übertreibt es wieder total. Wie immer, typisch Mann, tut so, als wäre sowas zu bauen total einfach und da kann ja gar nichts passieren. Das stimmt nicht. Ich bin der lebende Beweis. Ich bin handwerklich so semi-begabt. Ja. Aber mir ist es erst gestern passiert, da habe ich versucht, einen Nagel in die Wand zu schlagen und dabei, ja, man sieht, ich weiß nicht, ob man sieht, aber mein Nagel ist kaputt gegangen. Und es sind teure Nägel. Wow. Gelnägel, die Frauen wissen Bescheid, Gelnägel kosten Geld, ja. Also ich habe es komplett unterschätzt. Ich entschuldige mich hiermit. Das Risiko ist extrem. Extrem, also es tut mir echt Hör leid, auf. Okay? Hör es tut einfach mir, auf. Es tut mir echt Schaut's leid. Schaut euch an. Euch fehlt Stauraum und eure Wand sieht auch ziemlich leer aus. Ihr habt aber kein Geld? Kein Problem. Wir zeigen euch, wie ihr ganz leicht selbst ein Regal basteln könnt. Alles, was ihr dazu braucht, ist eine Einwegpalette. Die bekommt ihr auf Nachfrage bei ein paar Läden sogar umsonst. Außerdem braucht ihr eine Säge oder Stichsäge, sowie ein Maßband bzw. einen Zollstock, das hilft euch beim Ausmessen. Einwegpaletten haben eine normierte Breite von 1,20 Meter. Wenn euch das zu groß ist, könnt ihr die Palette auch ganz einfach auf 65 cm kürzen. Auch die Höhe ist variabel, achtet nur darauf, die Palette immer abschließend zu einer Querlatte abzusägen, um unschöne Kanten zu vermeiden. Dann kann der Spaß ja losgehen. Passt auf die Finger auf, die sollten bestenfalls bei der Originalgröße bleiben. Wenn ihr mit dem Sägen fertig seid, stellt den Rest der Palette auf die Seite und schmeißt es nicht direkt weg. Es wird noch gebraucht. Soweit so gut, das kommt ja im Regal schon sehr nah. Nach dem Sägen empfehlen wir euch, die Kanten abzuschleifen, damit ihr keine Holzsplitter oder Spreisel bekommt. Am besten fangt ihr beim Schleifen mit einem gröberen Papier an und steigt dann auf ein feineres um. Je höher die Zahl auf dem Schleifpapier ist, desto feiner ist es. Sieht ja schon ziemlich gut aus. Da gibt es nur ein Problem. Der Boden fehlt. Um in dem Regal auch Gegenstände abstellen zu können, braucht ihr ein Bodenstück. Dafür schnappt ihr euch einfach den übrigen Teil der Palette.
Löst mit einem Hammer vorsichtig eine der beiden Bodenplatten ab. Passt dabei wieder auf eure Finger auf, da die Palette mit spitzen, langen Nägeln befestigt ist. Diese solltet ihr aber auch nicht umbiegen, denn ihr könnt sie dazu benutzen, eure Holzlatte zu befestigen. Nun wieder zurück zum Regal. Achtet darauf, dass die Holzlatte mittig am Regal platziert ist, da es die Lücke nicht komplett schließt. Um stabileren Halt zu haben, legt das Regal auf eure Tischkante. So kann beim Hämmern nichts verrutschen. Et voilà! Fertig ist euer Regal. Ihr könnt es ganz einfach mit ein paar Schrauben an der Wand befestigen. Nun habt ihr endlich Stauraum für Bücher, Bilderrahmen, Weinflaschen oder sogar Küchengegenstände. Wer möchte, kann sein Regal auch noch lackieren. Wir haben uns aber für die rohe Variante entschieden. Okay. Krass, sowas hier würde ich ja auch echt mal gerne basteln, aber ich habe echt Schiss, dass ich das nicht überlebe. Der hört heute auch nicht auf, ja, also ich finde, man braucht sie nicht übertreiben. Es ist wirklich eine gute Idee als Weihnachtsgeschenk. Aber dann hast du immer noch das Risiko, dass es einfach hässlich wird. Ja, wenn du es machst, dann wahrscheinlich schon. Aber wenn ich mache, wäre es wunderschön mit Diamantglitzer und allem. Okay, wir gehen das Risiko jetzt mal lieber nicht ein und verlosen das gute Ding einfach. Ja, wer von euch nämlich weiß, wo der Patrick letzte Woche war, ich habe es vorhin erwähnt, wir haben ein bisschen drüber geredet, kommentiert es unter unserem Facebook-Livestream und der Erste, der es richtig hat, darf sich dieses wunderschöne Regal mit Unterschrift von Patrick und mir abholen diese Woche hier im Studio. Dann müssen wir das jetzt noch kurz machen. Gell? Ja. So, und damit verabschieden wir uns auch schon und wünschen euch allen eine schöne Weihnachtszeit und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Wenn es wieder um 19 Uhr am Dienstag heißt, GLF TV. Schönen Abend euch. Geht keine Risiken ein.